Willkommen zurück zum Finale von New Super Mario Bros. U für die Nintendo Switch. Im letzten Part haben wir Bowser Jr. und das Airship besiegt und jetzt ist das Airship nur noch irgend so ein hässliches Wrack, das irgendwo rumliegt. Und wir konnten endlich den Pilzpalast betreten und unsere Mission ist es jetzt, alle Starcoins hier rauszuholen und Bowser zu besiegen. Dafür machen wir noch Pilzpalast 4 Meteoritendusche. Die hatten wir im letzten Part bereits. Denn dort gab es ein Level, wo richtig gespammt wurde. Ja. Und Mario hat so leichte Probleme, was das Springen angeht. Und zwar ist er nicht mehr so präzise wie vorher. Er springt gerne mal einen Millimeter daneben und stirbt. Okay, anstelle, dass man das vernünftig macht und direkt drauf springt. Ich weiß nicht, woran es liegt oder warum es immer ausgerechnet ein scheiß Millimeter ist. Aber es ist anscheinend so, weil der Gott der Fails sagt, du hast im gesamten Let's Play noch nicht so oft gefailt, das musst du dringend nachholen, scheiße. Und wenn du das nicht direkt in der letzten Welt und in der vorletzten so nachholst, dann werden wir zornig mit dir sein und dann werden wir dir deinen Toast streichen. Dein Toast mit Currypulver, Knoblauch und Mayonnaise und Ketchup und Kochschinken. Also wenn ich nicht öfter als 20 Mal faile, dann wird mir meine Essensration gestrichen. Ich glaube, so hat sich das der Gott der Fails gedacht. Aber ich möchte gar nicht so oft failen, obwohl das für euch ganz unterhaltsam ist. Finde ich schon gut, wenn man auch innerhalb des Let's Plays auch bei schwierigen Situationen richtige Lucky Skill-Momente zeigt. Ja gut. Boah! Man muss ja nicht immer richtig viel Skill haben. Aber man muss nicht immer komplett verkacken. Man kann auch mal was richtig machen. So hätte ich es zumindest gerne. Aber ob das so einfach geht, das weiß ich nicht. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir diese Meteoritendusche hier locker überleben. Okay, ich habe jetzt eigentlich extra gewartet. Damit, ich hoffe, ich habe mich jetzt richtig entschieden. Ja, ich glaube. Ach! Ich habe mich einmal für. Da entscheidet man sich einmal für die andere Richtung. Es ist einfach nur traurig. Es ist einfach nur traurig. Da denkst du dir, die linke Seite sieht schwieriger aus. Da musst du hin. Nein, das ist die rechte, wo du mehr Platz hast. Du bist so hart verarscht, wurde ich lang nicht mehr. Ach, halt doch dein Maul. So. Bin wieder da. Mehr oder weniger. Boah, das war knapp. Ich raste in letzter Zeit irgendwie wieder ein bisschen häufiger aus. Ich versuche so ein bisschen den alten JB wieder rüberzubringen. Früher war es nämlich wirklich immer so, ich habe immer so kommentiert, wie ich auch gefühlt habe. Und das versuche ich jetzt wieder ein bisschen zurückzubringen. Das heißt, wenn ich innerlich sauer bin, dann zeige ich das auch anhand meiner Klangfarbe und auch anhand des Ragens, des Dinge kaputtmachens oder so. Ich hoffe mal,
das wieder der alte Flair von früher, wo ich immer so ganz ruhig war und dann komplett ausgerastet bin, wieder so ein bisschen zurückkommen kann. Damit meine Projekte wieder dementsprechend auch interessanter sind. Weil ich habe mir echt angewöhnt, so meine Emotionen nicht anhand meiner Stimme rauszulassen, sondern dass ich das für mich behalte und es innerlich abklingen lasse und einfach weitermache. Pilzpalast! Pilzpalast! Heißer Aufzug! Es geht los! Finale! Oh shit. Ich hoffe einfach mal, dass das nicht absolut gemeingefährlich wird. Ach mal, jetzt brauchen wir wieder Motion Controls. Ich muss mir vorstellen, wenn ich das hier mit meinem alten Pro Controller spiele, der so ziemlich so gar keine Funktion hatte. Ach, gucke mal. Ja, macht doch, dass ihr wegkommt! Alter. Stirb. Ich glaube, nein, nicht mal Münzen dürfen hier drauf landen. Das Konzept ist eigentlich gar nicht so kacke. Und diese Elektro-Dinger, diese Elektro-Bowser-Linien, die haben es auch in. Hä? Da verpiss dich. Okay. Ja, geh weg. Okay, jetzt ganz schnell. Ganz schnell. Hoch hier. Nichts anbrennen lassen. Okay. Okay, es darf auch kein Item hier drauf liegen. Hier darf nichts drauf liegen. Ansonsten wäre das schlecht. Ja, ich hab doch schon längst. Alter. Geh weg. Ich möchte bitte so weitestgehend unbeschadet hier durch. Ich glaube, der wahre Shit beginnt erst jetzt. Hui, wie hat Bowser bitte den Pilzpalast verunstaltet? Boah, ich muss springen. Das geht ja mal gar nicht fit. Ich kann mir vorstellen, dass die dritte Starcoin hier irgendwie so rumhaspelt. Geh weg. So zwischen den ganzen Getöse hier. Geh weg. Ja, so wie ich sagte. Wieso, wie ich sagte. Gehst du weg? Verpiss dich! Okay, das Ziel. Das ist das Ziel. Das ist eine ganz normale Tür. Zwar etwas größer als eine normale, aber eine ganz normale. Okay. Flagpole, kein Bosskampf? Was geht denn bitte hier ab? Und nicht mal eine Burg ist hier oben. Hier ist ja nichts. Okay. Ist das etwa das finale Level? Speichern? Ja. Die letzte Schlacht. Moment, erstmal überprüfen. Ja, ich glaube, wir haben alles soweit. Gehen wir nun in die letzte Schlacht. Finales Level, Kampf gegen Bowser. Was ist denn jetzt? Oh shit. Oh, der Kampf beginnt bereits jetzt. Das ist ja mal geil. Ah, okay, ich verstehe. Ich glaube, das kann uns so ein bisschen zurückdrängen, wenn wir uns davon treffen lassen. Alter! Nee! Ich
Mein Skill-Level ist von dem einen auf den anderen Moment um minus 378% gesunken. Ey, so schlecht war ich ja noch nie. Jetzt echt? Das ist meine bisher schlechteste Leistung überhaupt. Ich will nur die Starcoins haben und mich dann getrost verpieseln. Okay. Gehst du weg? Lieber, wenn er mir hier einschlägt, als irgendwo anders. Ja, mach mal hier kaputt. Mach mal hier kaputt. Es wäre fast schief gegangen. Bruder. Aber der baut echt Druck auf, der Typ. Man weiß echt nicht, wo man sich verstecken soll. Okay, das war die dritte. Okay, ich glaub mal, dass da ein Item ist. Nicht? Doch, nur was? Nur ein One-Up? Hätte man sich schenken können. Aber dann hier. Jawohl! Gut, dann geht es jetzt gegen Bowser. Heftig! Damn. Diese obligatorischen Feuerbälle, die hat schon immer gegeben und die wird es, glaube ich, auch weiterhin noch geben. Oh, da ist er! Hallo, Bowser. Ich werde dich nur mit Feuerbällen töten, da kannst du Gift drauf nehmen. Ich meine Feuerbälle. Ja, das schmeckt dir gar nicht, wa? Okay, er geht ein bisschen näher ran um seine Feuerbälle. Okay, der war lame. Wenn der Kampf eines war, dann lame. Geschafft. Spiel vorbei. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist eine wunderschöne Bewertung da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt wieder. Ja, ich glaube, hier hat keiner gelacht gerade. Was ist denn mit euch jetzt? Oh nein. Wird er wieder riesig? Och, kommt schon. Lass mir doch einfach ein einziges Mal meinen Sieg. Peach! Ich komme! Bin schon da! Come on! Warum bist du da hinten? Ich komm dich holen! Mario! Ja, ich bin da! Hä? Hey! Darf doch wohl noch zuschauen! Was willst du jetzt? Oh shit! Was ist denn mit dem? Kann ich den auch mit Feuerbällen töten? Ich weiß nicht. Okay. Oh, jetzt können wir das Ding steuern und mit B können wir... Oder so, mit R. Fuck! Ah! Und weg, 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 weg. Der baut auch echt Druck auf. Also die letzten Welten haben es echt in sich gehabt, was Druck und so anging. Oh nein, komm. Und jetzt hab ich die Chance, ihn ein bisschen mit Feuerbällen einzuheizen, auch wenn es vielleicht nicht viel bringt. Ich kann es ja wenigstens ein bisschen spannend machen. Oh shit, verpiss dich! Hä? Weil dieser Spasti wieder so unpräzise agiert. Nein, das machst du nicht. Damn, 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 damn. Ey, Herzklopfen des Todes, Alter. Sowas hat noch nie Bowser-Kampf bei mir ausgelöst. Alter.
jetzt kommt wieder die Chance, jetzt müssen wir wieder den Meteoritenhagel ausweichen. Mein Gott. Ich finde, der Kampf hat es echt in sich, auch wenn ich den aus Wii noch ein bisschen besser finde, was die Aufmachung angeht. Aber vom Kämpfen her an sich ist das schon geil, weil man dieses Mal... Ja, klar, als ob der mich getroffen hat! Nein! Das war gerade schon scheiße. Okay, jetzt habe ich dich aber. Machst du noch irgendwas Lustiges? Oh, er Shit! Shit! Jetzt reicht's! Stirb! Was ein kranker Fight! Aber du bist geschlagen! Damit ist das Böse besiegt. Mario Number One. Und knapper hätte es nicht werden können. Ja, was mit dir? Und tschüss. So, wo ist Peach? Ich brauche nur noch Peach. Mehr brauche ich nicht. Und da ist Mopsy. Oh, ein Kuss auf die Mütze. Also ich hätte was ganz anderes verlangt, aber sei es drum. Und der Wirbelsturm löst sich auf. Ja, Cooperlinge, verpieselt euch, aber nehmt euren Fettsack mit. Der hat hier mal gar nichts zu melden. Ja. Komm, spring hinterher. Und da stürzen sie ab. Erbärmlich. Ja, jetzt mit der Clownkutsche. Oh Mann, sind die erbärmlich! Wenn man sich die mal so ansieht, dann kann man nicht glauben, dass man gegen ein paar von denen sogar Schwierigkeiten hatte. Wunderschöner Abschluss. Ja, wir können uns bewegen oder wir können sogar mitdancen. Yeah, Producer Takeshi Tezuka Hiroyuki Kimura Misataka Akemoto. Schöne japanische Namen. So, das war New Super Mario Bros. U Deluxe. Das dürft euch gerne aussuchen, wie ihr ausspricht. Für die Nintendo Switch. Ich habe das Spiel im Original-LP eigentlich schon so bewertet. Ich muss hier eigentlich so gar nichts noch dazu sagen. Warum auch? Ja gut, ich habe schon in einem anderen Video irgendwann mal gesagt, so dass man sich dieses hier auch hätte schenken können. Und man hätte auch ein neues New Super Mario Bros. Entwickeln können. Aber nein, man muss ja immer wieder das alte ausgraben. Ich weiß auch nicht wieso. Trotzdem ist das Spiel ziemlich gut, würde ich sagen. Aber es gibt so eine Sache, die nervt mich einfach schon die ganze Zeit über. Und zwar könnte man denken, dass diese Level in einem Baukasten erstellt wurden. Außer Teilsets und einfach die Grafik ändert sich gar nichts an den Leveln. Da ist das bei Donkey Kong Country Returns und Tropical Freeze deutlich besser gelöst. Weil hier sehen die Level zwar von der Aufmachung her immer unterschiedlich aus, aber im Prinzip ist es immer das gleiche. Immer dasselbe Prinzip.
wenig Neues. Das mit den Motion Controls gegen Ende hätte man vielleicht auch mal vorher schon bringen können. Ist nur so eine Idee gewesen. Das haben sie auch des Öfteren in New Super Mario Bros. Wii gemacht. Warum hier nur gegen Ende, verstehe ich nicht. Ja, meine Punktzahl von damals bleibt natürlich erhalten, so. Das ändert nichts daran, dass hier Deluxe Deluxe im Namen steht. Das könnt ihr euch immer noch aussuchen. Es ist einfach immer noch dasselbe Spiel. Nur diesmal konnten wir es Let's Playen in einer besseren Qualität in 1440p und 60 FPS. Und das in makelloser Qualität. Ich habe immer noch keinen einzigen Part hochgeladen oder gar irgendwie bearbeitet. Das kommt dann, wenn wir mit der Star World fertig sind. Ja, es ist kein Geheimnis, dass es eine Sternwelt gibt, eine Welt 9. Ich denke, da muss ich niemandem was vormachen. Ich fand es aber auch sehr gut, dass man im regulären Spiel die Charaktere ändern konnte. Mopsy, Toadette, Luigi und Toad, gelb und blau. Das war noch ganz nice. Ich glaube, das ging im Original nicht. Und das war's dann auch schon mit den neuen Features. Das Item von Toadette, um Peachette zu werden, ist Müll. Das ist vielleicht für Anfänger ganz geil, aber für einen Spieler, der schon alles irgendwie 3 Millionen Mal durchgespielt hat und das auch 3 Millionen Mal auf YouTube hochgeladen hat, ist das nix. Das ist erst so ein... Toadette und Mopsy sind so Noob-Charaktere. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie man es schaffen kann, in Mario Games ein Noob zu sein. Na gut, man kann sich dumm anstellen und keinen Skill haben für den Moment, aber der Rest muss doch laufen. Ja, übrigens, alle Rechte gehen an Nintendo und an niemand anderes. Das heißt, ich habe gar keine Rechte hier dran. Ende. Kommt noch was Lustiges? Herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel beendet. Dein Speicherdaten wurde ein Stern hinzugefügt. Du kannst jetzt jederzeit im Menü speichern. Die Röhren bringen dich jetzt auch zu einer geheimen Insel. Spring einfach in eine der Röhren, probier es aus. Nice. Und das ist der Eingang in die Sternenwelt. Die Röhren bringen dich jetzt zum Superstar Boulevard. Ach übrigens, hast du schon alle Sternmünzen gesammelt? Ich hoffe. Alle Sternmünzen im Pilzpalast gesammelt. Wofür das wohl gut ist? Ich weiß. Dann hätten wir alle Level frei, bedeutet wir haben alle Sternmünzen gesammelt. Okay, noch mehr. Du hast alle Level inklusive denen im Pilzpalast geschafft. Glückwunsch, dir wurde der zweite Stern verliehen. Und noch was? Du hast alle Sternmünzen inklusive denen aus dem Pilzpalast geholt. Dir wurde der dritte Stern verliehen. Spielstand mit Informationen über den Abschluss des Spiels aktualisieren. Ja, bitte. Geilo, ich nehme das Item gerne mit und rüste es direkt mal aus. Zum Abschluss dieses genialen Parts können wir ja nochmal dieses Toadhaus begutachten, was jetzt neu ist. Wir können mal hier überprüfen, Eich, nein. Sandkuchenwüste, Minzmeer, Eiswürfel-Eisfälle, Limonadendschungel, Kandismin, Zuckerwattenwolkenzone und Pilzpalast. Pilzpalast war kürzeste Welt. Hätte man ein bisschen länger machen können, wie ich finde. So. Superstar Boulevard oder die geheime Insel. Also auf der regulären Overworld haben wir alle Level abgeschlossen. Ich habe doch keinen Secret Exit oder so vergessen. Hä? Eine Nintendo Switch? New Super Mario Bros. U Deluxe Credits. Wir können jetzt doch mal die Credits ansehen. Ging das im Original auch?
Lesen. Gesammelte Münzen 9213, gesammelte Sternmünzen 228, plattgestampfte Gumbas 30, gesammelte Items 233, gesammelte 3 Abmonde 3, Anzahl hochgehobener Spieler 0, gleichzeitige Stampfattacken 0, erreichte Zielfehle 107, mit Yoshi erreichte Ziele 5, mit Baby Yoshis erreichte Ziele 6, an Zielfehlen gesammelte One-Ups 58, ausgelöste Zielfeuerwerke 35 Mal? Erhalten Applause 130, geschnappte Mopsis 7. Ja, das ist so ein kleine Statistiken hier. Ganz geil eigentlich. Ist hier. Guck mal, der Hintergrund ist ja so ein bisschen Easter Egg-mäßig, oder? Wir haben hier sämtliche Items, Blöcke, Yoshi-Eier. Und wir können uns hier auf dieser Nintendo Switch auf jeden Fall noch die Credits reinziehen. Aber das brauchen wir nicht. Das haben wir gerade eben schon getan. Das tue ich euch nicht nochmal an. Im nächsten Part, meine lieben Friends, geht es dann weiter in Superstar Boulevard. Seid auf jeden Fall gespannt, wenn es richtig heiß hergeht. Heißer als im Pilzpalast, das könnt ihr mir glauben. Haut rein!